für mich ist das Tolle am guten Bauen, dass ich etwas, ein Produkt von Anfang bis Ende selbst erst gestalten und dann herstellen kann. Und das ist etwas, was nur noch sehr, sehr wenige Menschen heutzutage sagen können, dass sie eben ein Produkt von A bis Z herstellen und auch entwerfen. Also der Weg dahin war ein langer. Ich habe angefangen mit 4 Jahren zum Fischen, also ganz normal fischen, Karpfenfischen, Hechtfischen, Meeresangeln, Spinnfischen, Kuchenfischen, also alles, was man halt so als Angler durchlebt. Dann mit 20 habe ich das Fliegenfischen begonnen, dann sehr, sehr schnell begonnen, die Fliegen selber herzustellen. Dann im Laufe der Jahre kam der Wunsch, auch die Ruten selber zu bauen, dann zunächst Kohlefaserruten. Zeitgleich habe ich eine Ausbildung gemacht zum Schreiner und darüber kam dann eben auch der Werkstoff Bambus ja, mehr ins Spiel und näher an mich ran. Dann habe ich mir mal wieder ein Buch gekauft, das gelesen und festgestellt, dass das alles sehr, sehr nah dran ist an meinem Beruf. Und dann habe ich einfach angefangen, schön langsam mir eine Werkstatt einzurichten, Werkzeuge zu bauen, Materialien zu besorgen. Und so sind die ersten Routen dann entstanden, die anfangs natürlich noch nicht so gut waren, aber wurde dann recht schnell immer besser. Ich arbeite ja mit Bambus, was ein natürlicher Werkstoff ist. Und mein Augenmerk liegt speziell darauf, das Natürliche aus dem Naturmaterial herauszuholen. Das heißt, ich möchte nicht Routen bauen, die eine Kopie sind, einer Kohlefaser- oder Glasfaserroute, sondern es sollen sich wie echte Bambusrouten anfühlen. Ich muss sagen, vieles kommt aus mir selber, oder das meiste, aber ich bin natürlich ganz stark geprägt von der Historie, für die ich mich sehr, sehr stark interessiere. Ich habe eine verhältnismäßig umfangreiche Bibliothek zum Thema Routenbau und Fliegenfischen, Fliegenbinden. Und auch die meisten der Bücher habe ich gelesen. Und eigentlich daraus kommt das meiste von meinen Ideen. Und natürlich auch, wenn ich selber im Fischwasser bin, wenn ich irgendwas sehe, was beobachte. Und es kommt dann einfach so. Natürlich das Bestmögliche rauszuholen aus allem, sowohl was die Wurfeigenschaften angeht, also wie das Gerät funktioniert, rein physikalisch, aber eben auch als Handwerker. Und es wird nie perfekt sein, aber es sollte immer in jeder Richtung möglichst nah an der Perfektion sein. Also was das Werfen angeht und wie die Rute aussieht, und die Kunden können sich die Hölzer auswählen und die Farben und die Seiden und auch die Materialien, die ich verwende, das ist also alles nur handverlesen. Es gibt halt das Einfache und es gibt das Schöne, und ich denke, Routen bauen oder ein Handwerk kann man auch zu einer Kunst erheben. Und das sieht man eben auch zum Beispiel im Schreinerberuf, wo ich herkomme. Es gibt halt die Möbel für den Alltagsgebrauch, und es gab früher und auch heute noch eben die High-End-Sachen, die einfach mehr Freude machen, die schöner ausschauen, und so ist es auch bei mir mit meinen Routen. Das soll eben nicht die Masse sein, es soll halt wirklich was Besonderes sein. Das ist richtig, ich bin der einzige europäische Routenbauer, der jemals in China war, um seinen Bambus dort auszusuchen und abzuholen. Und ich habe in den 3 Wochen ungefähr 8000 Bambusrohre sortiert und angeschaut, weil es mir also einen sehr, sehr guten Einblick auf die verschiedenen Qualitäten gegeben hat, die es überhaupt so gibt. Ich habe gesehen, wo der Bambus wächst, und ich denke, ich habe ein viel, viel besseres Verständnis für das Material dadurch bekommen. Was jetzt einen guten Bambus auszeichnet, ist einmal die Dichte der Kraftfasern unterhalb der Rinde. Dann sollte er natürlich möglichst gerade sein, die Knotenabstände sollten möglichst groß sein, es sollten keine Astansätze drin sein oder möglichst wenige, kein Wurmfraß und so weiter. Die beste Resonanz ist immer, wenn die Kunden Freude mit der Route haben, und wenn ich mache die Sachen fertig, ich schicke sie weg und
Das ist immer bis heute extrem spannend für mich, was die Leute dann sagen. Und meistens, ja, ich habe ihnen so eine große Freude gemacht. Und es ist viel schöner, als sie erwartet haben. Und die Rute wirft sich so schön. Und sie ist so schön, sie möchten gar nicht damit fischen gehen. Das ist für mich eigentlich, ja, das Schönste an der ganzen Geschichte. Wenn man von der Sache überzeugt ist, denke ich, sollte man es unbedingt durchziehen und dranbleiben und versuchen, so viel als möglich darüber zu lernen. Und dann, der Rest kommt von alleine und dann wird man auch seinen Weg gehen. Und da weiß ich sehr genau, von was ich spreche, weil es mir genauso ergangen ist. Also ich hatte ja dann meine Meisterprüfung gemacht und hatte eine Chance, einen Betrieb zu übernehmen. Und habe mich stattdessen entschieden, mit dem Rutenbauen anzufangen. Also im professionellen Sinne anzufangen. Und das hat also in meinem Umfeld niemand verstanden. Und es gab auch mittlere Familienkrisen. aber heute ist das alles, sehen die Leute es anders. Einfach dranbleiben, einfach machen.